Willkommen beim Bleib daheim Lockdown Festival hier im Fabrikli. Mein heutiger Gast ist der Ingo Ospelt. Herzlich willkommen. Ja, danke. Aus dem Ausland. Sozusagen, ja. Wie war die Grenze noch offen? Ich bin ja von Zürich gekommen. Ja, wie hast du das ein bisschen erlebt jetzt so in Liechtenstein, die ganze Corona-Zeit? Ja, also, wie wirkt das auf dich? Also eben, ich lebe ja eigentlich in Zürich. Also das ist mein Lebensort. Aber in Liechtenstein habe ich es auch mal erlebt in dieser Corona-Zeit. Und zwar, wo es gerade losgegangen ist mit dem Lockdown. Da haben wir einen Preis bekommen. Prix Kujuli. Und es ist von wegen einer grossen Preisverteilung, oder? Da haben sie uns dann gerade mal geschrieben, es tut uns leid, es wird ein bisschen unter neuen Umständen sein. Und das war aber sehr lustig, irgendwie mit 2 Meter Abstand, sehr wir unter uns. Gut, ja. Wenigstens nicht via Post, oder? Nein, also. nein. Doch noch persönlich. Nein. Aber dort hat es, sagen wir mal so, dort hat es angefangen, dass man es ernster genommen hat, also ich zumindest. Mhm. Dass man wirklich dann geschaut hat, ja, was ist mit Abstand, weil du weißt nicht, ob das Gegenüber vielleicht doch, also nicht ich, aber das Gegenüber auf Krankheit hat oder eine Risikogruppe ist. Achtest du jetzt mehr drauf, als wenn jetzt du, ja, wenn jetzt noch 30 wärst? Auf die ganzen Massnahmen? Nein, also die Massnahmen, da bin ich, wie soll ich sagen, also da bin ich im Moment schon noch so sehr drauf, dass ich sage, ja du, ich bin gesund, ich habe kein Asthma oder irgendeine so eine Vorerkrankung, das habe ich nicht. Also von dem her ist für mich erst einmal gut. So, ich schaue eher auf Leute, das ist eigentlich mehr so der Fokus, den ich habe. Aber ich komme jetzt immer mehr solche Fragen über, zum Beispiel bei einem Film, hat man mich gefragt, da ist es darum gegangen, dass man den Film verschoben hat. Und dann habe ich gesagt, ja, wunderbar. Und dann fragt mich der Produzent, kannst du denn in dieser Zeit überhaupt, wenn es denn stattfindet? Ich sagte, ja, kann ich schon. Und dann sagt er, ja, jetzt gibt es noch 2, 3 andere Sachen. Wie alt bist du noch einmal? No. Ja. Und dann habe ich gedacht, ja, nein, jetzt musst du aber hören. Ich bin ein 61er, also Jahrgang. Und ich habe kein Asthma und so weiter und so. Und dann hat er gesagt, ja, das ist ja gut, wir probieren dann am Set alles, dass wir da die Sicherheitsmaßnahmen durchsetzen. Aber, also hinter der Kamera sowieso, vor der Kamera, es gibt Begrüßungsszenen, es gibt Bettszenen. Also man kommt sich doch sehr nach. Und eine Sache ist gesehen, dass mir der Produzent gesagt hat, kannst du dir vorstellen, ich Einzelquarantäne zu gehen, eine Woche vor dem Dreh. Okay. Also es hat sich massiv verschärft und ich weiß es von Kolleginnen und Kollegen in Deutschland, in Serien, dass die ab 65 rausgestehen würden. Die sind dann plötzlich auf Weltreise oder sie sterben. Eine Kollegin von mir, die schreibt für eine Vorabendserie und ihr seht, im Moment bin ich dran, ältere Leute rauszuschreiben. Das ist einfach auch verrückt. Ja, es ist heftig. Also, verliert der Film ja irgendwie auch so eine gewisse Farbe oder auch eine gewisse Reife und Tiefe auch, total. Oder? Aber es geht um Geld, es geht um natürlich um Versicherungen, die dann sagen, Risiko, was passiert, oder? Wir haben einen laufenden Dreh oder eine Serie und plötzlich steigt jemand aus. Also da wird jetzt natürlich sehr genau darauf geschaut. Also würdest du sagen, Anfang März hat sich eigentlich die ganze Welt, auch deine Arbeitswelt, komplett auf den Kopf gestellt und nichts mehr ist wie vorher? Das ist bei mir definitiv so. Definitiv so. Also ich habe mir ja in meiner Karriere, das ist jetzt 35 Jahre, dass ich das mache, professionell, hat es ja immer wieder Situationen, wo man dann sieht, ist es denn wirklich richtig oder sollte ich nicht etwas anderes? Und seit etwa 10 Jahren bin ich so dabei und sage, nein, das macht mir aber Spass und man macht eigene Sachen, man lernt viele Leute kennen. Und es gibt immer einen Ausweg, auch wenn es eng wird. Also ich meine, unser Beruf ist
immer prekär, das ist so. Aber dass es eine Situation gibt, wo man wirklich faktisches Berufsverbot hat, dass man nicht mehr das machen kann, was man gelernt hat, das hätte ich mir wirklich nicht so vorgestellt. Und es ist im Moment schon so. Wir sind am Suchen, was gibt es für Alternativen, was kann man machen. Aber fürs Theater ist das krass, oder? Es lebt vom Live-Erlebnis. Ja, und auch vom Physischen an und für sich. Es ist irgendwie, ja. Ja, ja, genau. Es ist der Dialog zwischen Publikum und. Ich meine, wenn wir nur noch mit Plexiglasscheiben spielen, das kann man schon auch machen, aber nur das. Und der Austausch mit dem Publikum ist halt, das ist schon etwas Spezielles für das Genre, oder? Wie siehst du, also wenn jetzt du in die Zukunft schaust, wird das Ganze, wirst du im 21. einfach so viel Arbeit haben? Also wird alles verschoben und dann noch zusätzlich Arbeit kommen aufs 21. Oder wie siehst du das? Also das ist eine Gefahr, die besteht, dass alles jetzt verschoben wird und dann hast du drei Projekte und alle drei Projekte sind genau auf den gleichen Zeitraum verschoben worden. Das ist eine Möglichkeit. Ich hoffe natürlich immer noch, dass wir, sagen wir mal, ab Anfang 21 normal wieder arbeiten können. Aber ich bin ja so ein sehr positiver Mensch, aber da bin ich jetzt schon ein bisschen sehr, sagen wir mal, vorsichtig. Ja. Schauspieler ist immer so ein bisschen wie ein Ventil für gewisse Leute. Wie setzt du die Energie, die du jetzt vielleicht vorig hast, wo du nicht Schauspieler kannst, wie setzt du die ein? Also meine Lebensenergie, so würde ich mal sagen, die setze ich jetzt im Garten ein. Also ich habe glücklicherweise einen Garten, dort bin ich am Arbeiten, ich bin am Aussortieren. Also all die positiven Sachen, die ja viele Leute dann gesehen haben, jetzt wird aufgeräumt und so weiter. Wir haben einen Proberaum zum Beispiel, seit 12 Jahren haben wir den eigentlich immer mehr gestapelt. Dort haben wir richtig radikal rausgeräumt und so. Und das tut gut, das ist gut. Das ist gut. Aber zum rein Spielerischen, ja, man ist, also ich bin, ich hatte das mal in einem Interview gesagt, wirklich gelähmt. Also mir fällt an nichts ein. Wie soll ich dem auf das begegnen? Was ich mache, ich gehe ins Studio, ich tue Bücher einlesen. Das ist etwas, was ich sehr, sehr, sehr schätze im Moment und sehr gerne mache. Das ist auch etwas, das gut funktioniert während dieser Zeit, oder? Ja, das ja, ist ja gut, quasi allein, oder? Ja, das ist ja. Sehr gut. Das kannst auch, ist auch organisiert worden natürlich. Also du siehst die Kollegen fast nicht mehr. Wir sind in 9 Studios. Ja, ist strange einfach, wirklich. Wie ist das finanziell? Kriegst du da irgendwie einen Ersatz oder ist das nicht wirklich geschickt geregelt? Ich würde so sagen, es ist nicht geschickt geregelt. Es ist einfach eine Überforderung, wie bei allem, oder? Wir, also Freischaffende, Selbstständige und da sind auch die Künstler darunter, wir sind wirklich ganz am Schwanz den dran gekommen. Also dass man gesehen hat, okay, bei denen muss man auch schauen. Aber da schießt sich jetzt das eine gegenseitig ins andere Knie. Da gibt es die Möglichkeit vom Arbeitsamt. Aber jetzt, ich bin ja nicht arbeitslos. Ich hätte ja Projekte bis in Herbst raus. Oder? Die sind verschoben worden. Gibt es jetzt Ausfallsentschädigung? Also es gibt die Möglichkeit von Ausfallsentschädigung, es gibt die Möglichkeit von Sofort- oder Nothilfe. Und das Fatale an der Nothilfe ist, dass die Leute sich haben abschrecken lassen, dass es Nothilfe heißt. Weil die meisten haben dann gesagt, ja gut, also so Not, also einen Kaffee kann ich schon noch trinken oder so. Aber ja, es ist, die Leute sind einfach auf das nicht vorbereitet. Und dann ist es auch bei den Ämtern, je nachdem, extrem unterschiedlich. Die einen wissen mehr, haben mehr Informationen, können das schneller regeln. Also ich bin zum Beispiel jetzt gerade in einer Schlaufe, in einer ich komme Ablehnung des Antrages aus den und den Gründen. Da muss ich wieder mit einem Anwalt fragen und der sagt, ah, das ist aber nicht richtig, du musst noch einmal da eingehen. Es ist einfach ein Bürokram, wo nervtötend ist, aber ist halt so. Zürich ist ja eigentlich sonst normalerweise so der Nabel der Welt. Und es sollte relativ zügig über die Bühne gehen. Ja. Aber ist
da hängen es in dem Fall. Stadt Zürich ist natürlich je nachdem auch ja, zum Teil schneller. Ich weiß es von bestimmten Kolleginnen und Kollegen, die sagen, bei mir ist alles super glatt gegangen, ich bin ja außerhalb. Dort wirst du behandelt, ja, was ist Freischaffen? Ah, Sie sind selbstständig. Nein, ich bin nicht selbstständig. Ich schaffe frei, das heißt also von Engagement zu Engagement im Angestelltenverhältnis. Und manchmal bin ich selbstständig im sogenannten Nebenerwerb. Ist sehr kompliziert, aber ich kann es jetzt mal nicht ändern. Hast ja nicht du gemacht, sondern die Zamte so. Ich zahle es ja auch. Ja, wie sieht es nochmal schnell zum Finanziellen kommen? Ist es bei dir existenzbedrohend, die aktuelle Situation? Oder ja, ab wann? Ab wann sagst du wirklich, wo jetzt muss ich dann langsam schauen, wie mir die überhaupt noch zahlt? Ja gut, das geht jetzt noch, weil ich ein kleines bisschen Reserve habe, aber es ist schon existenziell. Also bei uns war es so gewesen, am 13. März haben wir noch probiert und dann ist am Nachmittag, wir sind kurz vor der Premiere gewesen, und dann hat es geheißen am späteren Nachmittag vom Theater, hey, wir canceln alles, wir können das nur machen, das geht nicht, wir schaffen das nicht mit diesen Regeln. Und wir sind eigentlich von heute auf morgen, ist das fertig gewesen. Also dann haben wir noch ausgezahlt bekommen, das, was wir bis dorthin verdient, also was sowieso unseres gewesen wäre. Und dann geht es halt darum, zahlt man alles aus, was vor, also ohne dass man die Leistung gemacht hat. Und dann fängt das eben an, das Theater, oder? Wo musst du melden? Das ist es. Irgendwann kommt das garantiert, weil das kann man nicht vorstellen, dass man uns jetzt so am Regen stehen. Nein, es wäre schlecht. Es ja. Wäre sehr schlecht. Ja, und es ist aber, ich finde, es gibt Kollegen, die sagen, nein, für mich geht es gut. Ich verdiene ein bisschen noch eben mit den Hörbüchern. Aber es ist krass. Mhm. Als abschließende Frage, wie erhaltest du dir gleich die Freude an deinem Job? Obwohl es momentan nicht so, wenn man in Zukunft schaut, nicht so rosig aussieht. Naja, es ist also so, wir müssen ein bisschen ausholen. Es fällt immer das Wort vom systemrelevant, oder? Und das finde ich absolut richtig. Systemrelevant, das sind Ärzte, Ärztinnen, ist Pflegepersonal, aber es sind auch Leute, die jetzt an der Kasse gestanden sind oder gehockt sind die ganze Zeit, Logistiker, also die ganzen Unternehmen, wo die Sachen da hergekarrt haben und so weiter. Das ist mir klar. Da sind wir jetzt das. Und ich finde das auch gar nicht so schlecht. Wir sind ja sonst immer sehr im Mittelpunkt. Das ist also jetzt unser Beruf. Aber irgendwann kratzt die das. Oder was ist das? Habe ich überhaupt einen Wert? Oder? Da darf man dann ja nicht zu lang in irgendwelchen Kommentaren oder so nachlesen, was bestimmte Leute so schreiben. Wie halte ich mir da meine... Also, klar, das Überlegen, was ist wichtig, was ist relevant. Es gibt immer wieder Leute, die sagen, hey, ich freue mich, wenn dann wieder gespielt wird. Das ist natürlich klar. Aber bei mir ist glaube ich, mehr wirklich jetzt das Nachdenken über das, was kann man machen? Was wären jetzt Alternativen? Aber ich finde sie im Moment nicht. Und stofflich, also vom Stoff her, es gibt auch ein Projekt, da sind wir aber schon länger dran, umkreisen. Aber ja, Leser, viel Leser, das ist es. Ich glaube, das füttert so. Weil alles andere ist wirklich so auf tönernem Bein. Also, eben, Projekt, wenn du jetzt fragen würdest, hast du denn noch ein Projekt schon? Ein Projekt hat man eigentlich immer, die wird man aufgleisen. Aber geh jetzt mal zu einem Theater, geh mal fragen, du, ich hätte ein Theaterstück, könnt ihr mir das im Frühling spielen? An Ideen mangelt es nicht, aber am Platz, an der Möglichkeit ja, zum Spielen. Und, ja, oder? Ganz genau, das ist es ein bisschen. Ja. Nun denn. Ja. Gut. Ich wünsche dir gleich alles Gute und hoffe, dass die Situation bald sich bessert,
dass man die bald wieder auf der Bühne oder im Film oder... Ja, das wäre schön. Ja, wohl. Ja. Würden wir uns freuen. Danke vielmals für das Gespräch. Es war mega interessant gewesen und ja, alles Gute. Merci. Das wäre es schon gewesen. Danke vielmals. Bleib daheim. Festival aus dem Fabrikli. Mit dem Ingo Ostblit.